Hallo und herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video. Heute möchte ich mit dir zwei Punkte durchgehen, wieso dein Aufschlag schwach und unkontrolliert ist und du wirklich keine gute Stabilität in deinen Aufschlag bekommst. Also ich zeige dir, was du unbedingt bei deinem Aufschlag vermeiden sollst, weil wie du weißt, ist der Aufschlag der einer der wichtigsten und dominantesten Schläge beim Tennis. Wir fangen jetzt zusammen an. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen und viel Erfolg bei der Entwicklung deines Aufschlags. Gut, der erste Punkt, der ultimativ wichtig ist für deinen Aufschlag, ist der Ballwurf. Ganz häufig sehe ich Leute, die werfen sich den Ball zum Aufschlag hoch, ja, und egal wie der Ball kommt, ja, der Ball wird trotzdem geschlagen und dadurch kippt man natürlich ganz häufig aus der Balance und kann hier keinen strukturierten guten Aufschlag spielen. Deswegen ist der Ballwurf das A und O in der Vorbereitung für deinen Aufschlag. Ja, deswegen achte ganz gezielt darauf, dass du versuchst, deinen Ballwurf so zu setzen, ja, dass der Ball vor dir runterkommt, ja, und so ungefähr auf rechter Ohrhöhe als Linkshänder, auf linker Ohrhöhe als Rechtshänder, ja, dass er da runterkommt, weil nämlich dann genau der Punkt da ist, wo du mit dem Arm am Ohr vorbeischwingen kannst, dadurch eine gute Höhe hast, ja, und vollkommen in der Balance bist, weil die Balance ist beim Aufschlag A und O. Ich mache euch mal kurz eben das Beispiel vor. Ja, was ich häufig auch bei mir im Training sehe, ist zum Beispiel, dass der Ballwurf zu weiter rechts geworfen wird. Dadurch muss ich automatisch einen Schritt nachsetzen. Ja, und dann bin ich natürlich schon nicht mehr in der Lage, meinen höchsten Punkt zum Beispiel zu spielen. Wenn der Ballwurf von hier aus als Rechtshänder zu weiter links rausgeht, falle ich meist aus der Balance raus, ja, lege meinen Kopf schräg und ihr wisst selber, dass ich im Kopf das Gleichgewichtsorgan befinde. Das heißt, wenn der Kopf schräg geht, ja, habe ich automatisch nicht mehr die Stabilität und die Kontrolle und vor allem auch die Ruhe, die ich brauche. Deswegen ist hier so wichtig, dass ich versuche, den Ballwurf richtig schön am rechten Ohr hochzuwerfen, ja, sodass ich meinen Ballwurf von hier aus an der Seite vorbeiziehen kann, um mich auch den höchsten Druckpunkt für meinen Aufschlag hinzubekommen. Ja, also ganz gezielt bitte darauf achten, dass ihr diesen Ballwurf auch übt, ja, sodass wir hier wirklich einen kontrollierten Schlag haben und ihr wirklich an den höchsten Punkt rankommt, ja, den wir uns hier erarbeiten können. Wenn mein Arm nämlich hier ist, dann habe ich einen guten Winkel aufs Feld. Wenn mein Arm weiter rauswandert, seht ihr schon selber, ja, wird es immer wackeliger und hier ist die Schlägerspitze schon schräg, sodass ich da wirklich auch Kontrollverluste beim Aufschlag habe. Um den Ballwurf zu üben, ja, vor allem erstmal von der Richtung her, stellt euch ganz normal zum Aufschlag hin. Das heißt, ihr wisst selber, jetzt zum Beispiel für mich als Rechtshänder, zeigt die linke Fußspitze auf den rechten Pfosten. Ja, und ihr zeichnet einfach mal von der Fußspitze aus so einen Halbkreis, ja, hier rüber zur anderen Seite weg, sodass ihr seht, ne, so ein Halbkreis befindet sich rechts neben meinem Fuß, weil da wäre nämlich natürlich der optimale Punkt. Und dann versucht ihr von hier aus erstmal den Ballwurf so zu setzen, dass der Ball auch wirklich in die Richtung fliegt und da auch runterkommt, wo ihr ihn haben wollt. Beim Ballwurf ist es wichtig, dass die Stabilität gewährleistet ist. Ja, ich habe immer Schwierigkeiten dann, wenn ich meinen Wurfarm von der Seite reinführe, weil ich nämlich dann automatisch auch in eine seitliche Flugbahn reinführe und dann muss ich quasi mit meinem Schläger dem Ball folgen. Deswegen sollte erstmal der Wurfarm, ja, gegenläufig zum Armschwung nach vorne rausgesetzt werden, sodass ich wirklich auch vor dem Körper arbeiten kann und der Arm hier eine schöne geradlinige Bewegung hat zum Wurf hin. Das ist erstmal A und O, damit der Ball überhaupt dahin kommt, wo ihr wollt. Und die Gründe dafür, warum der Ballwurf manchmal nicht dahin kommt, wo er hin soll, sind verschiedene. Zum einen sehe ich ganz häufig, dass der Wurf beim Ball, ja, von der Seite reingeschmissen wird. Dadurch muss ich automatisch eine Kurve schmeißen und diese Kurve ist natürlich für uns schwer zu berechnen. Und wenn die Kurve zu weit ist, dann muss ich mich quasi immer nachstrecken und dann wird es automatisch schwierig, hier eine strukturierte Aufschlagbewegung hinzubekommen. Deswegen sollte der Arm immer gegenläufig zur Schwungphase arbeiten. Das heißt, von hier aus arbeitet der Arm vor der Nase hoch, sodass ich hier wirklich auch einen sauberen Ballwurf habe und nicht in einen Bogen reinwerfen muss. Der zweite Punkt, warum ein Ballwurf nicht dahin kommt, wo er hin soll, ja, ist, dass hier in der Wurfphase häufig aus dem Element des Arms, des Unterarms oder des Handgelenks geworfen wird und dadurch zieht der Ballwurf automatisch immer in meine Richtung und nach hinten raus. Deswegen ist es hier so wichtig für euch, dass ihr versucht, den Ballwurf mit der klaren Hand nach oben zu bringen. Als wenn ihr quasi hier auf der Hand ein Tablett hättet, ja, und ihr quasi von hier aus hinterher werft. Das ist eine Methode. Die zweite Methode, um das Handgelenk rauszunehmen beim Ballwurf, damit der Ball nicht nach hinten zieht, ist, dass ich versuche, den Ball mit drei Fingern zu werfen, ja, weil ich nämlich dann automatisch hier aus der gestreckten Hand rauswerfen muss und dadurch auch hier einen viel klareren Wurf hinbekomme. So, ich möchte euch jetzt einen Aufschlag zeigen mit einem sauberen Ballwurf, damit ihr auch den Unterschied seht zwischen einem gut geworfenen Ball und einem schlecht geworfenen Ball. Erst der gut geworfene Ball, das heißt, ich versuche von hier aus eine klare Struktur anzuwerfen. Der Ball ist rechts neben meinem Ohr. Ja, und dann kann der Arm auch hier oben am höchsten Punkt arbeiten. So, was passiert jetzt, wenn ich den Ball im Bogen werfe? Wenn ich von hier aus rausgehe und den Ball im Bogen werfe, an der Seite hochwerfe quasi, ja, dann neige ich dazu, automatisch der Kurve näher zu gehen und dann stehe ich seitlich am Ball und habe hier keine Schlagkontrolle mehr. Dasselbe natürlich auch, wenn ich mir den Ball zu weit nach hinten rauswerfe und übers Handgelenk werfe.
dann wackele ich da hinten raus und muss quasi mal nach hinten nachgehen. Und ihr seht schon, ich verliere meinen Druckpunkt. Ja, ich muss einen anderen Winkel spielen und dementsprechend ist es auch extrem schwierig, hier nachzustellen. Also ganz wichtig für euch ist, dass der Ballwurf sauber und klar ist und dass ihr dann versucht, am rechten Ohr als Rechtshänder, am linken Ohr als Linkshänder, euren Schlagarm herzuführen, damit ihr wirklich auch hier Kontrolle auf den Ball bekommt. Vor allem bei der Entwicklung des Aufschlages ist es wichtig, dass man hier vom Treffpunkt aus erstmal arbeitet. Das heißt, man versucht als Anfänger grundsätzlich erstmal mit einer etwas kürzeren Bewegung den Ball überhaupt oberhalb der Schulter zu treffen, damit man dafür ein Gefühl entwickelt. Ja, sobald ich das Gefühl habe, ist aber ganz wichtig, dass ich ganz frühzeitig in eine flüssige Bewegung reingehe. Weil die flüssige Bewegung gibt den Druck auf den Ball, ohne großartig Kraft einzusetzen. Deswegen, was ich ganz häufig sehe, ist, dass Bewegungen laufen, stocken, stocken, stocken und dann rauskommen. Also die Bewegung wird zu häufig unterbrochen und dadurch wird der Impuls der Energie auch unterbrochen. Und dann muss ich quasi immer wieder neue Kraft einsetzen, um den Ball auch zu beschleunigen und natürlich auch den Schläger schnell zu machen. Und das darf natürlich nicht das Ziel sein. Sondern wichtig ist für uns, dass ich versuche von hier aus in einer sauberen, flüssigen, klaren Bewegung zu arbeiten, sodass ich möglichst wenig Energieverlust habe im Laufe meiner Bewegung. Und das ist hier zielführend und A und O für einen guten Aufschlag, dass ich wirklich versuche, möglichst wenig Pausen zu haben, ja, und dadurch nicht immer wieder neu anschwingen zu müssen, weil das Ganze knallt mir auch irgendwann auf die Schulter drauf, ja, und führt dazu, dass ich zum Beispiel auch vielleicht einen Tennisarm bekomme. Deswegen hier in eurer Aufschlagbewegung solltet ihr darauf achten, dass ihr versucht, einen flüssigen, sauberen Schwung hinzubekommen. Einen Schwung, der quasi niemals endet, ja, der zwar langsam reingeführt wird und dann beschleunigt wird, aber der im Endeffekt keinen Stopppunkt hat, ja, in irgendeiner Situation, weil nämlich dann automatisch wieder mehr Kraft erforderlich ist. Also teilweise sieht die Bewegung bei Spielern so aus, dass sie sich den Ball hochwerfen, dass sie dann quasi von hier aus dreimal stoppen und dann den Ball schlagen. Ihr seht schon selber, ja, da kann ich mir den Ball hochwerfen, wie ich möchte. Wenn ich so eine Bewegung spiele, die halt irgendwo ausbremst, ja, dann wird es für mich immer schwierig, darin ein gutes Timing zu bekommen und hier die Kontrolle und das Tempo in den Aufschlag zu bekommen. Deswegen für euch als Übung, achtet darauf, dass ihr im Vorfeld, wenn ihr euren Aufschlag entwickeln wollt, versucht mit erstmal Trockenschwimmen zu arbeiten. Das heißt, einmal das Gefühl dafür zu entwickeln, wie es sich anfühlt, wenn mein Schläger quasi hier in einer flüssigen, sauberen Bewegung läuft. Ja, und weil ihr schon automatisch merkt, dass hier viel mehr Energie erzeugt werden kann, als wenn ich quasi von hier aus immer nur den Ball reindrücke. Ja, und wenn ihr das drauf habt mit der flüssigen Bewegung, dann sollte natürlich auch der Punkt kommen, wo ihr das Ganze in euren Schlag einsetzt, um dann einfach auch hier mehr Energie zu übertragen und dadurch natürlich den Ball auch schneller und kontrollierter hinzubekommen. Je kürzer mein Anschwung zum Aufschlag ist, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Bewegung hier starte, desto mehr Maximalkraft brauche ich, ja, Maximalkraftdruck brauche ich, um hier rauszukommen. Und dadurch wird es natürlich automatisch unsauber, auch vor allem im Treffpunkt, weil der Impuls auf den Ball viel zu kurz ist. Deswegen sollte der Anschwung beim Aufschlag immer länger sein, damit ich hier auch genügend Zeit habe, um guten Schwung zu entwickeln. Ja, also wichtig für euch, dass ihr darauf achtet, dass euer Anschwung vom Ball weg lang ist, um dann wirklich auch hier eine gute Kontrolle und Power für euren Aufschlag zu generieren. Also das waren die zwei größten Fehler, die du beim Aufschlag auf jeden Fall vermeiden solltest. Fehler Nummer 1, ein unsauberer Ballwurf. Wenn du merkst, du wirfst den Ball schlecht, dann fang ihn am besten wieder auf. Versuch die Bewegung nicht durchzuführen, weil ansonsten speichern wir uns was ab, was da nicht hingehört. Also, wenn der Ballwurf schlecht ist, fang den Ball wieder auf. Versuch dir einen sauberen, geraden Ballwurf hinzubekommen, damit du auch hier wirklich eine schöne Bewegung hinbekommst, die am höchsten Punkt getroffen wird. Das geht auch wirklich nur dann, wenn ich den Ballwurf oberhalb des Kopfes habe, damit ich den Arm schön lang zum Treffen machen kann. Gut, ihr merkt schon, wir arbeiten noch draußen. Das Wetter ist zwar nicht gut, aber die Geräuschkulisse ist dementsprechend, weil hier viele Gartenarbeiten gemacht werden und Bauarbeiten gemacht werden. Deswegen haben wir hier ein bisschen Remi-Demi, aber ist ja nicht schlimm, weil es geht ja hier um Inhalt und natürlich auch für euch ums Fokussieren. Deswegen lasst euch nicht ablenken, ja. Wir sind hier natürlich weiter im Thema. Der zweite Fehler, den wir machen können, ist natürlich hier das Abbremsen der Bewegung oder die zu kurze Bewegung zum Treffpunkt hin, sodass ich wirklich keine Power und keinen Schwung auf den Ball generieren kann. Also für euch ganz wichtig, lasst den Schwung schön laufen, übt es vorher, ja, wie sich das anfühlt, einen schönen Schwung hinzubekommen, damit ihr wirklich auch da genügend Energie für euren Schlag bereitstellen könnt und damit natürlich auch dann euer Spiel dominieren und aufziehen könnt. Das war es mit den zwei dominanten Fehlern beim Aufschlag. Vermeide unbedingt diese Fehler, versuch deinen Aufschlag zu verbessern und damit natürlich ein besser und erfolgreicherer Tennisspieler zu werden. Bis dahin, dein Sven.